Guten Tag und alles Gute zum neuen Jahr. Schön, Sie alle hier wiederzusehen. Ich begrüße Sie zur 10. Vorlesung zur Einführung in die Geschichte der Philosophie. Heute möchte ich über Hobbes und Spinoza sprechen. Bevor ich das tue, habe ich eine kleine Korrektur zur letzten Vorlesung. Ich habe Ihnen bei der letzten Vorlesung ein Zitat von Descartes vorgetragen, wo es sinngemäß darum geht, dass wir den menschlichen Körper als eine von Gott gemachte Maschine betrachten können. Auf der Folie dazu steht, dass dieses Zitat aus dem Traité de l'Homme stammen würde. Das stimmt nicht, sondern das Zitat kommt aus dem Discours de la Méthode und dort aus dem 5. Teil, genauer gesagt im 9. Abschnitt des 5. Teils. Es gibt so einen ganz ähnlichen Abschnitt im Traité de l'Homme zu Beginn, und ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich das eine oder das andere nehme, und am Ende ist dann die falsche Quellenangabe unter das Zitat gekommen. Das habe ich über neuerlichen Durchsehens mir das aufgefallen. Da hätte Discours de la Méthode stehen müssen. Ja, wir haben uns also über Descartes das letzte Mal unterhalten. Wir haben gesehen, wie er das sich entwickelnde mechanistische Weltbild der neuen Naturphilosophen in eine systematische Philosophie eingebettet hat. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie eigentlich Descartes Ethik und politische Philosophie aussieht. Tatsächlich hat sich Descartes zur politischen Philosophie gar nicht geäußert und zur Ethik nur in sehr begrenztem Umfang. Es gibt von ihm einige eher unsystematische Überlegungen zu einer sogenannten Morale par provision, also einer vorläufigen Moral, die man einhalten soll, solange man sich eben in dieser Phase des Zweifels befindet, bis dann das System der Wissenschaften auf unbezweifelbaren Fundamenten neu aufgebaut werden kann und dann auch die Moral neu aufgebaut werden kann. Diese Morale par provision enthält verschiedene der Tendenz nach eher konservative Empfehlungen, sich an gebräuchliche Sitten und Gesetze zu halten und so weiter. Und wir haben ganz gute Gründe, davon auszugehen, dass sie von Descartes nicht besonders ernst gemeint war, sondern eher dem Zweck eines Feigenblattes hatte, das ihn vor der Unterstellung schützen sollte, dass seine Methode des Zweifels halt Moral und Ordnung untergraben würden. Als praktischer Philosoph hat sich René Descartes einfach nicht betätigt. Aber ein anderer Vertreter der mechanistischen Philosophie hat sich dafür umso mehr dort hervorgetan und sich da mit großem Enthusiasmus betätigt. Thomas Hobbes ist ein etwas älterer Zeitgenosse als Descartes, er ist also etwa 8 Jahre älter als Descartes. Und er gilt durch seine Leistungen auf diesem Gebiet als einer der bedeutendsten politischen Philosophen der Neuzeit, als erster wirklich bedeutender politischer Philosoph der Neuzeit und als Mitbegründer der englischsprachigen Moralphilosophie und politischen Philosophie. Hobbes ist Sohn eines englischen Landpfarrers, Entschuldigung. Er kommt nach Oxford mit 15 Jahren und dort erhält er die damals übliche scholastische Ausbildung. Als 20-Jähriger erhält er dann eine Anstellung bei Lord Cavendish, dem Earl of Devonshire. Und diese Verbindung mit der Familie Cavendish, die wird das ganze Leben anhalten und wird praktisch Hobbes Lebensunterhalt sehr wichtig sein. Erstmal ist er Tutor für den jüngsten Sohn der Familie. Er lernt über diesen Arbeitgeber eben viele andere einflussreiche Leute kennen, unter ihnen auch Francis Bacon. Und er unternimmt Reisen mit seinem Schützling. Seine erste Reise auf den europäischen Kontinent
unternimmt er so um das Jahr 1610. Das ist das Jahr, in dem sowohl Galileis Sidereus Nuncius veröffentlicht wird, als auch Keplers Schrift von der Astronomia Nova. Und Hobbes bekommt eben auf dem Kontinent da bei dieser Reise viel von den Entwicklungen der neuen Naturwissenschaften mit. Nach dem Tod von Cavendish hat er dann einen anderen Arbeitgeber und kümmert sich um die Erziehung eines anderen Adelssprosses, nämlich des Sohns von Sir Gervase Clinton diesmal. Und mit dem reist er dann nach Paris. Und in Paris studiert er Euklid und entwickelt eine Leidenschaft für Geometrie. In den 1630ern ist er dann wieder in den Diensten der Cavendishs und reist abermals auf den Kontinent wieder mit einem Schützling, nämlich dem neuen Earl of Devonshire. Und dieses Mal lernt er in Paris eben den Kreis um Mersenne kennen, Descartes, Gassendi. Mit Gassendi verbindet ihn dann eine besondere Freundschaft, die sein Leben lang anhält. Mit dem jungen Earl reist er auch nach Italien und macht Galilei seine Aufwartung. Das ist dann 1636. 1637 kommt er nach England zurück. Das England, in das Hobbes 1637 zurückkommt, ist ein Land in politischer Aufruhr. Schon seit langem hat sich da ein Machtkampf entsponnen zwischen König und Parlament. Und der spitzt sich unter Charles I. zu. Schon 1628 hatte das Parlament eine Erklärung der Volksrechte veröffentlicht, The Petition of Rights. Hobbes hatte damals, also 1628, schon in Reaktion darauf eine englische Übersetzung der Geschichte des Peloponnesischen Krieges von Thukydides veröffentlicht. Und zwar mit der unverhohlenen Absicht, seinen Landsleuten die Schrecken und Gefahren eines Bürgerkrieges vor Augen zu führen und ihnen auch vor Augen zu führen, dass demokratische Staatswesen nicht in der Lage sind, Frieden und Sicherheit herzustellen. 1640 dann gelingt es dem Parlament, einen wichtigen Unterstützer des Königs abzusetzen, nämlich Lord Strafford. Der kommt in den Tower und wird dann später sogar hingerichtet. Thomas Hobbes ist entsetzt. Im selben Jahr hatte er seine Elements of Law geschrieben, zwar nicht veröffentlicht im Druck, aber in Manuskriptabschriften zirkulierte die Schrift in London. Und in diesem Pamphlet hat er die ungeteilte Souveränität des Herrschers verteidigt. Unter anderem deshalb flieht Hobbes vor dem drohenden Bürgerkrieg nach Paris und dort wird er eben im Kreise seiner Bekannten, im Kreise um Mersenne, freundlich aufgenommen. Da bleibt er mehr als ein Jahrzehnt dann als Exilant in Paris. Er wird, wie er es später selber sagt, dadurch zum ersten Bürgerkriegsflüchtling. 1640. Das ist in der Tat ein sehr früher Bürgerkriegsflüchtling, denn der eigentliche englische Bürgerkrieg hat zwei Jahre später erst richtig angefangen. Hobbes hat es aber mit großem Stolz festgestellt, the first of those that fled, schreibt er. Philosophisch ist diese Zeit für ihn äußerst fruchtbar. 1642 erscheint sein staatsphilosophisches Werk De Cive über den Bürger. Das basiert auf den Elements of Law. Und es war so geplant und ist eben langfristig auch so verwirklicht worden, dass das der dritte Teil einer philosophischen Trilogie werden sollte. Der erste Teil der philosophischen Naturphilosophie, also der philosophischen Naturlehre gewidmet, der zweite Teil der philosophischen Anthropologie und dann der dritte Teil der Staatsphilosophie, der dritte Teil als erstes geschrieben eben. Und er macht sich dann auch direkt in Paris an die Arbeit, an den anderen Teilen zu arbeiten, aber er entscheidet sich dann doch, lieber schnell schon einmal eine
populär geschriebene englischsprachige Gesamtschrift zu veröffentlichen, in der sozusagen auch mit Abrissen der naturphilosophisch relevanten Teile alles enthalten ist. Und das ist der Leviathan, deutsch der Leviathan, 1651 veröffentlicht. Dieses wird Thomas Hobbes' berühmtestes Buch sein und bleiben. So, in der Zwischenzeit ist aber einiges passiert. Also in den 1640er Jahren. Erstmal ist der englische Kronprinz auch unter den Exilanten eingetroffen. Das war 1646, der spätere Charles II. Und er nimmt Mathematikunterricht bei Hobbes in Paris. 1649 erfüllen sich dann in England Hobbes schlimmste Befürchtungen. Die Parlamentstruppen unter Oliver Cromwell tragen den Sieg und sie setzen Charles I. ab und richten ihn hin. Allerdings wird es dann auch in Paris für Hobbes langsam ungemütlich, denn der Leviathan enthält neben vielen anderen Dingen auch eine äußerst scharfe Kritik am Katholizismus. Nämlich im vierten Teil, welcher überschrieben ist mit der Überschrift Vom Reich der Finsternis. Diese scharfe Kritik des Katholizismus macht ihn dann in Frankreich wiederum nicht so gern gelitten. Er kehrt nach England zurück und unterwirft sich Cromwell. In den 1650er Jahren erscheinen dann die fehlenden Teile der Trilogie, nämlich De Corpore, also über den Körper, der naturphilosophische Teil, und De Homine, über den Menschen, der Teil, den wir vielleicht als philosophische Anthropologie oder philosophische Psychologie bezeichnen würden. Auch nach der Restauration der Monarchie, der Stuart-Monarchie im Jahr 1660, wo dann sein ehemaliger Mathematikschüler als Charles II. An die Macht kommt, kann sich Hobbes gut mit der bestehenden Macht arrangieren. Er wird zwar wieder und wieder des Atheismus verdächtig und angefeindet, aber die Gunst des Königs und auch die Loyalität der Familie Cavendish, die verleihen ihm Sicherheit. Er lebt bis ins hohe Alter auf einem Landsitz der Familie Cavendish und stirbt dort hochbetagt mit 91 Jahren. Wie Descartes vertritt Hobbes auch ein mechanistisches Weltbild. Das breitet er insbesondere in De Corpore sehr ausführlich aus und auch im ersten Teil des Leviathan. Er bringt dessen Kern auf die Formel, dass der zentrale Gegenstand aller Wissenschaft Körper in Bewegung sind. Philosophie, Wissenschaft, Hobbes verwendet für Wissenschaft meistens den Begriff Philosophie und macht, wie seine Zeitgenossen, eigentlich keinen Unterschied zwischen Scientia und Philosophie. Das ultimative Ziel, warum sich Menschen mit Körpern in Bewegung auseinandersetzen, ist ein praktisches Ziel. Wissenschaft hat für ihn praktische Zielsetzungen, wie er zum Beispiel hier schreibt in De Corpore, Wissenschaft dient nur der Macht. Die Theorie, die in der Geometrie der Weg der Forschung ist, dient nur der Konstruktion. Und alle Spekulation geht am Ende auf eine Handlung oder Leistung aus. Hier sehen wir natürlich den Einfluss von Francis Bacon, aber Hobbes geht über Bacon und Descartes an dieser Stelle noch hinaus. Bacon und Descartes haben beide den praktischen Nutzen, den praktischen Wert von Wissenschaft betont. Aber bei Hobbes wird jetzt Wissenschaft als das ultimative Ziel der Wissenschaft ausgezeichnet. Damit wird die Antike, besonders bei Aristoteles so formulierte Wertordnung, bei der die Suche nach der Wahrheit um ihrer selbst willen das eigentlich höchste Ziel ist und bei der diese Suche nach der Wahrheit um ihrer selbst willen viel würdiger ist
als die Suche nach praktischen Vorteilen, die wird hier völlig auf den Kopf gestellt. Ja? Das eigentliche Ziel sind praktische Ziele und dem hat sich alles andere unterzuordnen. So sieht es Hobbes. Trotzdem kommt uns der grundsätzlichen Stoßrichtung das alles noch relativ bis hierher noch relativ gut bekannt vor von Descartes. Aber bald erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten. Hobbes ist es in dieses Schema Rationalismus, Empirismus einfach nicht so richtig einzuordnen. Es gibt zwar bei ihm einige Stellen und einige Erklärungen, die sich sehr rationalistisch anhören. Insbesondere gibt es so eine ganz bemerkenswerte Behauptung, dass alle Irrtümer, die sich in allgemeine Sätze einschleichen können, also wenn Sie es mit allgemeinen Sätzen zu tun haben, dann rühren Irrtümer nach Hobbes immer daher, dass die Begriffe, die darin enthalten sind, widersprüchlich sind. Also sie können nicht einfach daher kommen, dass es eine Abweichung zwischen dem Satz und den empirischen Tatsachen gibt, sondern es muss irgendwie auf widersprüchliche Begriffe rückwirbelbar sein. Das ist merkwürdig, aber ist auf jeden Fall auch, da spricht ein rationalistischer Geist raus. Andererseits gibt es in der Hobbes'schen Philosophie auch klare empiristische Elemente. Also einerseits auch klar diese Begeisterung für Mathematik und Geometrie, die man immer mal wieder merkt, das ist was Rationalistisches irgendwie dem Geist nach, aber andererseits auch viele empiristische Elemente. Zum Beispiel argumentiert er ganz ausdrücklich, dass wir die physische Realität immer nur anhand ihrer Wirkungen und Erscheinungen kennen und das bedeutet für ihn insbesondere Bewegungen. Erscheinungen sind immer Bewegungen und genau so wird der Status von Körperbewegungen als eigentlicher Gegenstand aller Wissenschaft gerechtfertigt in de corpore. Warum ist das der eigentliche Gegenstand? Naja, weil so sich die Realität überhaupt erst äußert auf eine Weise, dass wir eben Erkenntnis davon gewinnen können. Also von manchen Autoren wird deshalb Hobbes dem empiristischen Lager zugeordnet, aber meines Erachtens sind alle Versuche, hier Hobbes Parteizugehörigkeit festzustellen in diesem in dieser Opposition zwischen Empirismus und Rationalismus müßig, weil er einfach keiner der beiden Parteien wirklich angehört hat und einfach hier nicht einzuordnen ist. Sie finden in der Literatur wirklich beides. Ja, Sie finden Leute, die sagen, Hobbes war ja auch ein Empirist und es gibt Leute, die sagen, Hobbes war ja im Prinzip Rationalist. Ja. Also, eine klare Abgrenzung gegen Descartes erlaubt dagegen auf jeden Fall Hobbes Feststellung, dass Gott kein Gegenstand der Philosophie ist. Und da ist Hobbes ganz dezidiert und auch konsequent. Das folgt nach Hobbes aus der, Zitat, Begriffsbestimmung der Philosophie selbst, deren Aufgabe es ist, entweder die Eigenschaften der Körper aus ihrer Entstehung oder ihre Entstehung aus den Eigenschaften zu erforschen. Wo es also kein Entstehen und keine Eigenschaften gibt, hat Philosophie nichts zu tun. Und das ist eben gerade bei Gott der Fall. Hobbes war keineswegs ein öffentlicher Vertreter des Atheismus oder Agnostizismus. Er forderte vielmehr ganz ausdrücklich, dass die offenbarten Wahrheiten der wahren Religion ohne Zögern hinzunehmen und nicht wissenschaftlich zu diskutieren sein. Die wahre Religion ist das anglikanische Christentum, falls Sie sich das gefragt haben. Dennoch ist Hobbes unter den Verdacht des Atheismus geraten und das hat ihm immer mal wieder zu schaffen gemacht. Wie ernst es Hobbes auch mit seiner mechanistischen Bestimmung von Bewegungen als Gegenstand aller Philosophie war, das haben Sie jetzt gemerkt, das spielt natürlich hier auch bei dem Ausschluss der Theologie aus der Wissenschaft eine Rolle. Das lässt sich auch bei seiner Entgegnung gegen Descartes gut ablesen. Hobbes gehörte zu dem auserlesenen kleinen Kreis, der noch vor Veröffentlichung der Meditationes ein Manuskript der Schrift zur Verfügung
gestellt bekommen hat und der Gelegenheit hatte, Erwiderungen gegen die Meditationis an Descartes zu richten. Diese Erwiderungen wurden mit Descartes Repliken gemeinsam mit der Schrift veröffentlicht. Und da war Hobbes gerade in Paris angekommen, in seinem Exil, und das war eine der ersten Sachen, mit denen er sich beschäftigt hat. Ja? Die Einwände, seine Einwände gegen Descartes. Hobbes erkennt das Cogito-Argument zwar an, aber er sieht nicht ein, warum man sich das Subjekt des Denkens nicht auch materiell denken kann. Also warum man sagen muss, das ist eine prinzipiell andere Art von Substanz. Vielmehr müsse man das sogar, weil die Subjekte aller Tätigkeiten materiell seien. So argumentiert Hobbes. Also Cogito-Argument okay, aber das denkende Etwas ist auch ein materielles Etwas. Und das wiederholt er nochmal in einem Anhang zu De Corpore. Da zeigt sich also hier schon eine relativ konsequente, einheitliche Sichtweise der Natur, die eben auf diesem mechanistisch-materialistischen Pfad sich ziemlich konsequent bewegt. Und damit sind wir auch schon bei Hobbes' Lehre vom Menschen, also bei der Einordnung des menschlichen Subjekts in diese mechanistische Naturphilosophie. Also kommen wir damit zu seiner philosophischen Anthropologie. Auch der Mensch ist für Hobbes im Wesentlichen ein Körper in Bewegung. Er muss als solcher verstanden werden. Und da ist zu Hobbes mechanistischer Grundüberzeugung gehört, dass nichts ohne Ursachen geschieht und dass es keine Zufälle gibt, bedeutet das, dass für ihn auch, dass die Handlungen der Menschen kausal vorbestimmt sind und es keinen freien Willen gibt. Die Klarheit, mit der hier die Willensfreiheit abgestritten wird, aufgrund einer deterministischen Sicht der Natur, die wird dann von vielen späteren Philosophen nicht mehr unbedingt so gesehen, also von heutigen Philosophen zum Beispiel, ist es nicht mehr unbedingt so klar, dass aus einer deterministischen Weltsicht auch folgt, dass es keinen freien Willen geben kann. Aber für Hobbes ist das irgendwie ganz klar. Für Hobbes ist das alternativlos praktisch. Wegen seiner Leugnung der Willensfreiheit gerät er dann nach seiner Rückkehr nach England auch in ziemlich heftigen Streit mit einem Bischof dort, mit Bischof John Bramhall. Dieser Streit um die Willensfreiheit hat vermutlich viel mehr beigetragen dazu, dass er als Atheist und amoralischer Philosoph verschrien war, als seine wissenschaftstheoretische Ausgrenzung der Theologie aus dem Kreis der Wissenschaften, was vielleicht die Gemüter nicht so stark bewegt hat. Aber diese Infragestellung der Willensfreiheit hat natürlich schon gleich relativ scharfe theologische Konsequenzen, für die sich Hobbes nicht so weiter besonders interessiert hat. Genauer gesagt, wenn man jetzt Hobbes deterministische Sichtweise des menschlichen Handelns betrachtet, nimmt diese die Gestalt eines psychologischen Egoismus an. Das heißt, Hobbes geht davon aus, dass der Mensch notwendigerweise zu seinem eigenen Vorteil zu handeln bestrebt ist. Wie hier zum Beispiel in diesem kleinen Zitat aus De Cive: Alle Menschen wählen mit Naturnotwendigkeit, was ihnen als ein Gut für sie selbst erscheint. Überhaupt ist für Hobbes die Bedeutung von Gut allein dadurch bestimmt, dass wir dieses Prädikat auf solche Gegenstände anwenden, die wir anstreben oder begehren. Genauso wie das Wort schlecht eben dadurch bestimmt ist, dass wir damit Gegenstände bezeichnen, die wir vermeiden wollen. Nichts weiter bringen diese Ausdrücke für Hobbes zum Ausdruck. Und damit kommen wir schon zu dem Teil
von Hobbes' Philosophie, dem Hobbes seine eigentliche Berühmtheit verdankt, nämlich seiner Rechts- und Staatsphilosophie. Die politische Philosophie baut für Hobbes auf seiner philosophischen Anthropologie auf. Ebenso wie diese, die philosophische Anthropologie, sich dann wieder auf die Naturphilosophie stützt. Das soll also wirklich ein integrales, aufeinander aufbauendes Gesamtwerk sein. Der Staat ist ja aus Menschen zusammengesetzt und das ist für Hobbes so, wie ein Uhrwerk aus Federn und Zahnrädern zusammengesetzt ist. Und genau wie bei einem Uhrwerk muss sich das Verständnis des Ganzen auf ein Verständnis der einzelnen Teile und wie die eben zusammenwirken, stützen. Hier beschreibt er das ganz genau im Vorwort zu De Cive. Schon bei einer Uhr, die sich selbst bewegt und bei jeder etwas verwickelten Maschine, kann man die Wirksamkeit der einzelnen Teile und Räder nicht verstehen, wenn sie nicht auseinandergenommen werden und die Materie, die Gestalt und die Bewegung jedes Teils für sich betrachtet wird. Ebenso muss bei den Rechten des Staates und bei Ermittlung der Pflichten der Bürger der Staat zwar nicht aufgelöst, aber doch wie ein Aufgelöster betrachtet werden. Das heißt, es muss die menschliche Natur untersucht werden, wie weit sie zur Bildung des Staates geeignet ist oder nicht und wie die Menschen sich zusammentun sollen, wenn sie eine Einheit werden wollen. Denn nur so kann hier die rechte Einsicht gewonnen werden. Wir werden sehen, dass bei Hobbes dies das Ziel, das eigentlich praktische Ziel, Sie erinnern sich, Wissenschaft hat immer ein praktisches Ziel, hier darin besteht, das Staatsuhrwerk am Laufen zu halten, dafür zu sorgen, dass das Staatsuhrwerk funktioniert und sich nicht auflöst. Das muss nach allen Kräften verhindert werden. Übrigens nebenbei, ihr merkt hier schon den Ton der Untersuchung, kann man schon daran erspüren, dass hier von Rechten des Staates und Pflichten der Bürger die Rede ist. Also, wenn man jetzt mit dem Menschen anfängt, wie man das ja hier methodologisch anscheinend tun soll, und mit dem, was Hobbes über ihn sagt, dass er nämlich mit Naturnotwendigkeit das anstrebt, was für ihn gut ist, und das zu vermeiden bestrebt ist, was für ihn schlecht ist, dann ergibt sich schnell die Selbsterhaltung als Ausgangspunkt für die rechtsphilosophische Betrachtung. So ist das jedenfalls bei Hobbes. Also für Hobbes ist das Streben nach Selbsterhaltung sowohl eine allgemeine menschliche Tatsache als auch ein absolutes und natürliches Recht des Menschen. Zitat: Daher ist die erste Grundlage des natürlichen Rechts, dass jeder sein Leben und seine Glieder nach Möglichkeit zu schützen sucht. Es folgt aus dem jedem zustehenden Rechte, sich zu erhalten, auch das Recht für ihn, alle Mittel zu gebrauchen und alle Handlungen zu tun, ohne die er sich nicht erhalten kann. Also ein unmittelbares Recht auf Selbsterhaltung und ein mittelbares Recht auf alle Mittel, die ich dazu brauche, um mich selbst zu erhalten. Dieses Recht auf Selbsterhaltung ist bei Hobbes das eigentlich einzige wirklich natürliche Recht. Alle dafür erforderlichen Mittel darf ich mir nehmen, zumindest erstmal, sofern keine anderen Übereinkünfte bestehen. Als an natürlichen Rechte gibt es nur das, alle anderen Rechte gehen nach Hobbes erst später durch eine Übereinkunft hervor. Also nicht nur alle anderen Rechte, sondern auch alle über die Selbsterhaltung hinausgehende Normativität überhaupt wird erst durch die Vernunft geschaffen, und zwar durch einen gemeinschaftlichen Vernunftbeschluss durch Übereinkunft. Hier, so heißt es in De Homine, denn vor festen Abmachungen und Gesetzen gab es bei den Menschen keine Gerechtigkeit noch Ungerechtigkeit, noch auch einen Begriff des allgemeinen Guten oder Schlechten, ebenso wenig wie bei den Tieren. Ja, also gut oder schlecht gibt es erstmal ohne feste Abmachungen und Gesetze, nur im subjektiven Sinn, jeder für sich selbst. Eben das Gute ist das, was
was ich anstrebe. Ein Begriff des allgemeinen Guten im Sinne einer Moral, einer Ethik zum Beispiel, gibt es nur durch Abmachung und Gesetz. Und um das Entstehen dieser Normativität dann durch Übereinkunft zu diskutieren, bedient sich Hobbes jetzt eines Gedankenexperiments. Das Gedankenexperiment besteht darin, sich eine Gemeinschaft von Menschen ohne staatliche Autorität, ohne Recht und Gesetz vorzustellen. Was würde passieren, wenn man eine solche Gemeinschaft vor sich hat? In einem solchen vorgesellschaftlichen Zustand würde eben jeder nur danach streben, sich selbst zu erhalten und das eigene Beste zu verfolgen. Und das würde nach Hobbes bald dazu führen, dass man den Umgang der Menschen miteinander nicht anders beschreiben kann als ein Bellum omnium contra omnes, ein Krieg jeder gegen jeden, ein Krieg aller gegen alle, ein Krieg eines jeden gegen jeden anderen. In diesem Zusammenhang prägt Hobbes auch die Formel homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das stammt aus der Widmung, dem Widmungsabschnitt in De Cive. Das ist ein oft zitierter Ausspruch. Es lohnt sich, die plastische Beschreibung des Menschen im Naturzustand, die Hobbes uns im Leviathan liefert, einmal im Original zu lesen, weil es einfach so schön ist. In such condition there is no place for industry, because the fruit thereof is uncertain, and consequently no culture of the earth, no navigation, no commodious building, no knowledge of the face of the earth, no account of time, no arts, no letters, no society. And which is worst of all, continual fear and danger of violent death, and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish and short. Also einsam, armselig, scheußlich, viechisch und kurz ist das Leben des Menschen im Naturzustand. Und es gibt eigentlich nur eine Weise, diesem Zustand ein Ende zu bereiten und ein Leben in relativer Sicherheit zu führen für den Menschen, zum Beispiel mit solchen Sachen wie Eigentum oder geregeltem Gemeinschaftsleben. Und das ist es, nach Hobbes, eine Gewalt zu schaffen, die mächtig genug ist, um den Menschen vor dem Übergriff seiner Mitmenschen zu schützen. Und man kann sich das nach Hobbes so vorstellen, dass die Menschen diese Gewalt schaffen, indem sie untereinander einen Vertrag schließen. Und diesen Vertrag, den die Menschen untereinander schließen, indem sie eine Gesellschaft gründen, für diesen fiktiven Vertrag gibt Hobbes auch einen Wortlaut an im Leviathan. Jetzt wieder auf Deutsch, der einfachen Verständlichkeit halber. Ich gebe mein Recht, über mich selbst zu bestimmen, auf und übertrage es diesem Menschen oder dieser Versammlung. Unter der alleinigen Bedingung, dass auch du ihm deine Rechte überantwortest und ihn ebenfalls zu seinen Handlungen ermächtigst. Also, was die Menschen durch diesen Vertrag aufgeben, ist ihr Recht, selbst zu entscheiden darüber, was mittel- und langfristig für sie gut ist. Nur das Recht auf unmittelbare Selbsterhaltung im jeweiligen Augenblick, das können die Menschen nicht abtreten nach Hobbes. Also das bleibt einem absolut immer erhalten, das Recht auf unmittelbare Selbsterhaltung. Aber diese zum Recht auf Selbsterhaltung gehört im Urzustand auch eben das Planen und das mittel- und langfristige Entscheiden darüber, wie ich eben meinem eigenen Guten nachstreben werde. Und das gebe ich in dieser Situation ab, indem ich diesen Gesellschaftsvertrag schließe mit anderen und sage, ich gebe das ab unter der Bedingung, dass ihr anderen auch alle das abgebt an eine zentrale Macht.
Diese zentrale Macht, sehen Sie hier, kann ein Mensch oder eine Versammlung sein. Das ist auch wirklich gerade im historischen Kontext sehr interessant. Also Hobbes ergreift hier sozusagen nicht Partei im Streit zwischen König und Parlament. Ihm ist nur wichtig, dass eine zentrale Institution die zentrale Gewalt innehat. Durch den Vertrag erhält ein Herrscher oder wie Hobbes es eben auch für möglich hält, eine herrschende Versammlung absolute Souveränität. Der Vertrag ist wohlgemerkt, das ist sehr wichtig, kein Vertrag zwischen den Bürgern und diesem Herrscher und der souveränen Macht, sondern er ist ein Vertrag der Bürger untereinander. Die verabreden sich untereinander, alle ihre Rechte an den Souverän zu übertragen. Der Herrscher steht in keinerlei Vertragsverhältnis zu den Beherrschten, sondern er ist ein reiner Empfänger, der in diesem Vertrag, er hat die Rolle eines Dritten in diesem Vertrag, und danach ist der Souverän auch nicht an diesen Vertrag gebunden oder zum Beispiel den Gesetzen des Staates unterworfen. Die Vorstellung, dass auch ein Souverän vielleicht den Gesetzen des Staates unterworfen sein könnte, ist Hobbes wohl bekannt, aber er hält sie für einen gefährlichen Irrglauben. Allein das Eigeninteresse des Herrschers daran, dass der Vertrag zwischen den Bürgern erhalten bleibt, das ist das, was den Herrscher dazu motivieren kann, dafür zu sorgen, dass es den Menschen in seinem Staat besser geht als im Urzustand, als im Naturzustand, wo der Krieg eines jeden gegen jeden herrscht. Ja? Deshalb wird der Herrscher das auch tun. Er wird Gesetze erlassen und so weiter und wird tatsächlich diese Rolle einnehmen, die Menschen gegen den Übergriff seiner Mitmenschen zu schützen, weil es ja zum Vorteil des Herrschers ist, dass dieser Gesellschaftsvertrag besteht. Aber er muss im Prinzip nur dafür sorgen, dass es ihnen besser geht als im Naturzustand. Insbesondere geht er keine Verpflichtungen ein, etwa in Vertretung der Bürger die Rechte der Bürger wahrzunehmen oder in Vertretung der Bürger deren Interessen zu wahren. Es handelt sich eben nicht um eine Vertretung, sondern eine Abtretung der Rechte an den Souverän. Und das ist eben eine ziemlich radikale Vorstellung von der Autorität eines solchen Souveräns. Die Abtretenden können den Herrscher nicht verpflichten. Der Herrscher ist keine Partei in dem Vertragsverhältnis. Trotzdem deutet Hobbes den Gesellschaftsvertrag allegorisch so, dass es sich dabei um eine Vereinigung der Menschen zu einem neuen Wesen handelt. Zitat: Wenn sich Menschen so zu einer Person vereinigen, bilden sie einen Staat. Der Lateiner sagt Civitas. Zitat Ende. Dieses neugeborene Gebilde bezeichnet Hobbes auch als den großen Leviathan. Nach einem gleichnamigen Ungeheuer aus der Bibel, über welches im Buch Hiob gesagt wird, Zitat, auf Erden ist nicht seinesgleichen, er ist ein Geschöpf ohne Furcht, Zitat Ende. Berühmt wird dann die bildliche Darstellung des Leviathan, des großen Leviathan, auf der Titelseite des Buches. Manchmal liest man auch auf dem Frontispiz, das ist aber nicht das Frontispiz ist die Seite, die der Titelseite gegenüber liegt, sondern es ist die Titelseite. Und hier sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen, der große Leviathan ist eben aus lauter kleinen Menschen zusammengesetzt. Die Bürger, die bilden die Macht des Leviathan dadurch, dass sie ihre Rechte an ihn abtreten. Und der Leviathan, was man hier eben auch, also man kann einiges an diesem Bild
ablesen, der Kunsthistoriker Bredekamp von der Humboldt-Universität hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Man kann zum Beispiel sehen, dass Hobbes ganz im Einklang mit der Realität Englands meinte, dass der Souverän sowohl kirchlicher als auch weltlicher Souverän sein sollte. Deshalb hat der Leviathan eben sowohl das Schwert als auch den Bischofsstab in der Hand. Ganz so wie eben der englische König auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist. Auch die Bürger schließen diesen Vertrag aus reinem Eigeninteresse und nicht etwa, um jetzt gemeinsam an einer gemeinschaftlichen Konzeption des Gemeinwohls zu arbeiten oder so, sondern aus reinem Eigeninteresse. Zum Beispiel unterwirft sich der Einzelne dabei einem Souverän und der Souverän beschließt dann ein Gesetz, das das Töten verbietet. Und das bedeutet, dass der Einzelne dann eben das Töten von anderen Menschen unterlässt, auch wenn es zum Beispiel der Beförderung seiner eigenen Interessen dienen würde. Das tut er aber letztlich bei Hobbes nur aus der Überlegung heraus, dass dadurch verhindert wird, dass er selbst getötet wird. So ist die Logik dieses Vertragsschlusses. Dass die einzelnen Bürger bei ihrer Unterwerfung unter den Souveränen bleiben, das muss durch die Androhung strafender Sanktionen sichergestellt sein. Denn, Zitat, Verträge sind ohne das Schwert leere Worte und vermögen in keiner Weise den Menschen Sicherheit zu geben. Für Hobbes ist es äußerst wichtig, dass die zentralen Herrschaftsbefugnisse in der Hand eines Menschen oder einer Institution liegen. Er identifiziert auch, welches die zentralen Herrschaftsbefugnisse sind, die da eine Rolle spielen. Dazu gehört die Gesetzgebung, der Oberbefehl über das Heer, die Erhebung von Steuern, die Rechtsprechung und die Ausübung der Zensur. All das muss unbedingt in der Hand einer Institution oder eines Herrschers bleiben. Es gibt vielleicht so ein paar Sachen, sagt er auch, die kann der Herrscher meinetwegen delegieren, das Münzrecht oder so, das ist nicht so wichtig. Aber diese Sachen, die müssen in der Hand einer Institution bleiben. Dass diese Befugnisse zwischen verschiedenen Institutionen vielleicht aufgeteilt werden könnten, ist für ihn ein weiterer gefährlicher Irrglaube. Und den kritisiert er sehr scharf. Eine solche Aufteilung beinhaltet immer die Gefahr des Zerfalls des Staates und des Bürgerkrieges. Hintergrund dieser Argumentation ist natürlich Hobbes Beobachtung und Hobbes Wahrnehmung der dramatischen Entwicklungen im England seiner Zeit. Der englische Bürgerkrieg hat sich tatsächlich entwickelt aus eben einer problematischen Opposition zwischen Parlament und König und einer ungeklärten Machtaufteilung. Und das ist Hobbes historische Lehre sozusagen aus dieser Erfahrung, dass eben eine Aufteilung der Macht von Übel ist. Später dann, noch im späten 17. Jahrhundert und dann auch im 18. Jahrhundert werden John Locke und Montesquieu ganz ausdrücklich für eine Teilung, für eine Aufteilung der zentralen Gewalten im Staat argumentieren und theoretisch begründen, was gut daran ist, wenn verschiedene Befugnisse im Staat in verschiedenen Institutionen liegen. Aber für Hobbes gilt sie auch noch als nichts anderes als eine Gefahr für den Staat, diese Aufteilung von Befugnissen. Damit liefert Hobbes eine ganz passende politische Philosophie für den Absolutismus, also die dominierende politische Herrschaftsform seiner Zeit in Europa. Ich möchte die Darstellung von Hobbes damit abschließen, dass ich einige Besonderheiten seiner politischen Philosophie nochmal hervorheben will. Erstens wird Hobbes durch seine Arbeiten
zum ersten bedeutenden Theoretiker des Gesellschaftsvertrags. Die vertragstheoretische Begründung von Recht und Normativität wird wieder aufgenommen werden und wird noch von Locke wieder aufgenommen werden, noch im 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert dann von Jean-Jacques Rousseau und von Immanuel Kant. Aber Hobbes ist hier der theoretische Pionier dieser Idee, dass ich durch einen fiktiven Vertrag erklären kann, wie Normativität eigentlich zustande kommt. Insbesondere gelingt es Hobbes durch diese theoretische Überlegung, die Herrschaftsansprüche eines Königs ohne Bezugnahme auf das Gottesgnadentum rechtfertigen zu können. Das war bis Hobbes die übliche Herrschaftslegitimation. Ja? Und bis auf den heutigen Tag führen viele europäische Königshäuser noch in ihren Titeln die Formulierung by the grace of God, von Gottes Gnaden, Herrscher von Gottes Gnaden. Diese Logik gibt Hobbes auf und sagt, man kann auf andere Art und Weise begründen, warum die Herrschaft eben bei einer Person liegt. Bei Hobbes schafft eben die Menschenvernunft die Grundlage der Herrschaft und die Grundlage des Rechts durch einen kollektiven Entschluss. Von diesem Vernunftentschluss gehen alle Rechte und alle normativen Vorstellungen aus. Vor diesem Vernunftentschluss gibt es nicht wirklich natürliche Rechte, außer dem Recht auf Selbsterhaltung. Aber dieses Recht auf Selbsterhaltung, das ist bei Hobbes, dem kommt fast schon sowas wie der Status eines biologischen Naturgesetzes zu. Also es ist nicht ganz falsch zu sagen, eigentlich bei Hobbes gibt es gar keine wirklichen Rechte, die der Mensch von Natur aus hat, sondern alle Rechte werden durch Vertragsschluss erst geschaffen. Naja, wenn Sie so wollen, also wenn Sie mir da nicht folgen wollen, dass das Recht auf Selbsterhaltung eigentlich mehr so eine Art biologisches Naturgesetz bei Hobbes ist, dann können Sie sagen, alle Rechte außer der Selbsterhaltung, die werden eben durch Vernunftschluss erst geschaffen. Spätere politische Philosophen, zum Beispiel John Locke, aber auch zum Beispiel Pufendorf, die werden den Katalog natürlicher Rechte zu erweitern versuchen und sagen, nein, nein, auch im vorgesellschaftlichen Zustand gibt es schon einige weitere Rechte, die der Mensch von Natur aus hat, die nicht erst durch den Vertragsschluss zustande kommen. Aber nicht so Hobbes. Er will, wie schon Machiavelli, da gibt es bestimmte Parallelen, will er in seine Staatsphilosophie keine starken normativen Grundannahmen importieren. Er will die sozusagen von Grund auf erklären. Er will an keinem Punkt sagen müssen, naja, das ist nun mal so, da haben wir das Recht drauf, das ist nun mal gut oder so, sondern das soll alles innerhalb seines Theoriegebäudes begründet werden können, wie die Rechte zustande kommen. Und deshalb will er praktisch keinen normativen Input aufnehmen, den er nicht aus seinen naturphilosophischen Betrachtungen letztlich begründen kann. Sein Ziel ist es also sozusagen, die Mechanik der Gesellschaft und des Staats wie ein guter Uhrmachermeister zu studieren und die Gesetze zu entdecken, die für Stabilität und Frieden in einem solchen Apparat sorgen können. So, damit will ich es bei Hobbes belassen und jetzt zu einem weiteren einflussreichen Denker des 17. Jahrhunderts kommen. Wir gehen hier sozusagen eine Generation weiter. Hobbes und Descartes sind so ungefähr eine Generation. Und jetzt kommen wir zu dem gut 40 Jahre jüngeren Spinoza. Spinoza wird 1632 geboren, im gleichen Jahr wie John Locke. John Locke werden wir uns dann nächste Woche beschäftigen.
Ja, unter dem Namen Baruch wird Spinoza in die jüdische Gemeinde in Amsterdam eingeführt. Später nennt er sich oft Benediktus. Beide Namen bedeuten das gleiche, also Baruch bedeutet auf Hebräisch genau wie Benediktus der Gesegnete. Und sein Name wird manchmal Spinoza, manchmal, also der Nachname wird manchmal Spinoza, manchmal De Spinoza geschrieben, De Spinoza manchmal zusammengeschrieben, manchmal getrennt. Spinoza stammt aus einer Familie von sogenannten Maranen. Die Maranen waren sephardische Juden, die auf der iberischen Halbinsel unter dem Druck der Verfolgung zum katholischen Glauben, offiziell zum katholischen Glauben konvertiert waren und ihre jüdische Religion im Geheimen praktizierten. Die Maranen wurden allerdings von der Inquisition weiter verfolgt und drangsaliert. In Spanien, zu Spanien gehörte damals auch Portugal, wo Spinozas Familie herkommt. Und so entschloss sich Spinozas Vater, in die liberalen Niederlande zu emigrieren, wo er ein gut laufendes Handelsunternehmen gründete. Baruch wird schon in Amsterdam geboren, seine Muttersprache ist allerdings Portugiesisch, in die Niederlande emigrierten Maranen, da gab es eine ganze Reihe, können jetzt wieder ihr Judentum offen leben. Und Baruch war von seiner Familie für die Karriere eines Rabbiners vorgesehen und erhält deshalb in seiner Jugend schon ausführliche theologische Bildung in einer Yeshiva. Als 20-Jähriger ungefähr hat er das Bestreben, seine Bildung durch Lateinunterricht zu erweitern, also dass er sich die lateinische Sprache aneignet. Und diesen Lateinunterricht, den nimmt er ausgerechnet bei Francis van den Enden. Und Francis van den Enden war ein Arzt und ein berüchtigter Freidenker und Demokrat. Also van den Enden wird 2 Jahrzehnte später sein Leben als republikanischer Verschwörer gegen Ludwig den 14. an einem Galgen vor der Bastille beenden. Aber zunächst mal widmet er sich seinem jüdischen Lateinschüler und dem bringt er nicht nur die lateinische Sprache nahe, sondern auch die Philosophie. Und dazu gehört sowohl scholastische Philosophie als auch moderne Philosophie der Zeit und das war insbesondere eben die Philosophie von René Descartes. Die kartesische Philosophie wird sehr einflussreich für Spinoza und wird von großer Bedeutung für ihn sein. Also, Spinoza ist jetzt um die 20 und er beginnt auch Kontakt zu suchen zu abweichlerischen christlichen Gemeinschaften, insbesondere zu der Gemeinschaft der sogenannten Kollegianten. Bei denen gab es keine Priester, sondern in den Zusammenkünften durfte jeder die Bibel auslegen und predigen. Bald ist Spinoza wegen seiner unorthodoxen Ansichten in der jüdischen Gemeinde in Amsterdam ziemlich verschrien. Weder gutes Zureden noch wüste Drohungen können ihn von seinen seltsamen Ansichten abbringen. Und so wird er dann 1656 von der Amsterdamer Talmud-Torah-Gemeinde ausgeschlossen. In demselben Dokument, wo er aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, wird er auch mit Flüchen belegt, unter anderem mit allen Flüchen, die im Buch Deuteronomium geschrieben stehen und sicherheitshalber noch mit ein paar extra zusätzlichen Flüchen, die noch ausdrücklich formuliert sind in dem Schreiben. Spinoza ist noch sehr jung, und seine Eltern sind beide inzwischen verstorben.
Er zieht sich jetzt zurück, führt ein einfaches Leben. Er hat nie wieder den Anschluss an eine andere religiöse Gemeinschaft gesucht. Er beginnt an seinem philosophischen Hauptwerk zu arbeiten, das er Zeit seines Lebens nicht veröffentlichen wird. Aber einige enge Vertraute von ihm erhalten Abschriften. Zu Lebzeiten werden nur zwei philosophische Werke erscheinen, nämlich einerseits die Principia Philosophiae Cartesianae, das ist so eine Einführung in die kartesische Philosophie, nicht so wahnsinnig bemerkenswert, und der schon deutlich bemerkenswertere Tractatus Theologico Politicus, auf den ich gleich ein bisschen eingehen werde. Während der 1660er Jahre lebt Spinoza dann in verschiedenen Kleinstädten, in Rheinsberg zum Beispiel, und hier sehen Sie abgebildet Spinozas Haus in Rheinsberg, das immer noch steht und heute ein Museum ist. Dann in Vorburg, ein anderes kleines Städtchen, und 1670 zieht er dann nach Den Haag. Er verdient einen bescheidenen Lebensunterhalt durch das Schleifen optischer Linsen, die zum Beispiel bei Christian Heurens ausführlich gelobt werden, besonders gute Linsen. Und er erhält aber auch Unterstützung von einigen Freunden und Gleichgesinnten, zum Beispiel von Johan de Witt, der dominierende niederländische Politiker seiner Zeit war und der wichtigste republikanische Gegenspieler der Oranier-Prinzen. Spinoza stirbt früh mit 44 Jahren. Wie man heute vermutet, ist das weniger auf die Flüche zurückzuführen als auf den Fluch des Linsenschleifens, weil man vermutet, also dass er ist sicher an einer Lungenkrankheit gestorben, und man vermutet heute, dass es möglicherweise mit dem übermäßigen Einatmen von Staub ursächlich zusammenhängt. Die Freunde geben noch im Jahr seines Todes 1677 die sogenannten Opera Postuma heraus. Unter anderem enthalten diese nun endlich das Hauptwerk, die Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. Aber auch noch einige andere Schriften sind in Opera Postuma enthalten, zum Beispiel der Tractatus de Emendatione Intellectus, den er schon früher verfasst hatte, als junger Mann, und den Tractatus Politicus, den er wahrscheinlich kurz vor seinem Tod verfasst hat. Außerdem enthalten die Opera auch noch einige Briefe und eine hebräische Grammatik. Also die Kerngedanken, die spätere Autoren meinen, wenn sie von spinozistischer Philosophie sprechen, die sind in der Ethika enthalten. Das ist das eigentlich spinozistische Werk, aber auch die politischen Traktate von Spinoza sind sehr interessant. Und deshalb einmal zunächst einen kurzen Blick auf den Tractatus Theologico Politicus. Sie sehen hier die Titelseite der Erstausgabe. Sie sehen hier eben, der ist anonym erschienen. Hier hat jemand per Hand nachträglich dazu geschrieben, Auctore Benedicto de Spinoza. Unten ist ein falscher Verlagsort angegeben, ein fiktiver Verlag und angeblich in Hamburg veröffentlicht. In Wirklichkeit wurde die Schrift in Amsterdam gedruckt. Aber man sieht, wie viel Vorsicht der Autor und der Verleger haben walten lassen. Dieser Traktat ist eine eigentümliche Mischung aus Bibelstudien und politischer Philosophie. Bezüglich der letzteren steht insbesondere eine für die Zeit bemerkenswerte Verteidigung der Denk- und Meinungsfreiheit im Mittelpunkt. Hier geht es wieder das Licht aus. Und diese Denk- und Meinungsfreiheit bezeichnet Spinoza mit dem in seiner Zeit üblichen Ausdruck Libertas Philosophandi, also die Freiheit zu philosophieren. Diese Freiheit kommt auch im Untertitel schon vor. Hier ist davon die Rede, Libertatem Philosophandi posse concedi.
Im Ganzen ist dieser lange Titel eine ganz gute Inhaltsangabe auch des Traktats, weshalb ich ihn hier in voller Übersetzung angebe. Philosophisch-politischer Traktat, enthaltend einige Abhandlungen, in denen gezeigt wird, dass die Freiheit zu philosophieren nicht nur unbeschadet der Frömmigkeit und des Friedens im Staat zugestanden werden kann, sondern dass sie nur zugleich mit dem Frieden im Staat und mit der Frömmigkeit selbst aufgehoben werden kann. Also die Freiheit zu philosophieren ist nicht nur vereinbar, sondern sogar notwendig für Frieden im Staat und Frömmigkeit. Also, in den ersten Büchern dieses Traktats, in den ersten Teilen, beschäftigt sich Spinoza mit einer für seine Zeit wirklich unerhörte historisch-kritische Auslegung der fünf Bücher Mose. Er behandelt diese Bücher als historische Texte und stellt unter anderem fest, sie seien, Zitat, der Fassungskraft des niederen Volkes angepasst. Im Übrigen weist er darauf hin, dass sie teilweise unvollkommen sind, irrig und selbstwidersprüchlich. Es war also nicht ganz unangebracht, das anonym zu veröffentlichen. In der politischen Philosophie, die er im selben Traktat darstellt und verwendet, ist er sehr stark von Hobbes beeinflusst. Einschließlich eines schauerlich pessimistischen Bildes vom Menschen im Naturzustand und einer vertragstheoretischen Begründung des Rechts und eines Staates mit weitreichender Autorität. Aber anders als Hobbes, der ja gesagt hat, der Herrscher muss auch die Zensur ausüben, will Spinoza die Meinungsfreiheit vor dem Zugriff des Staates schützen. Aus Sicht der Religionen ist ihr keine Schwierigkeit zu erwarten, sagt er und argumentiert ungefähr wie folgt. Das Ziel der Philosophie, der Wissenschaft, könnte man auch sagen, ist die Wahrheit. Das Ziel von Religion ist Gehorsam und Frömmigkeit. Und das hat gar nichts miteinander zu tun. Und deshalb können beide auch gar nicht in Widerspruch miteinander geraten. Das ist die Grundlinie der Argumentation. Er gibt noch eine weitere interessante Erwägung, warum die Freiheit zu philosophieren gewährt werden sollte, nämlich ganz zu schweigen davon, dass diese Freiheit in höchstem Maße notwendig ist zur Förderung der Wissenschaften, denn diese werden nur von denen mit glücklichem Erfolg betrieben, welche ein freies und äußerst wenig voreingenommenes Urteil haben. Also ohne Freiheit zu philosophieren kein Fortschritt in der Wissenschaft. Das ist eine Denkfigur, die man in der Zeit langsam zu beobachten beginnt. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass wir von Descartes seine Verteidigung gegen Gisbert Wuth, den Utrechter Theologen, gelesen haben. Also ein Zitat aus dieser Verteidigung, in der Descartes eigentlich im Grunde ähnlich argumentiert. Damit jetzt zu Spinozas Hauptwerk, der Ethik. Sie hat ja zunächst mal einen interessanten Titel, Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. An diesem Titel ist einiges interessant und einiges auch ein bisschen irreführend. Erstens steht in dieser Schrift alles Mögliche drin und relativ wenig Ethik. Es geht in großen Teilen eigentlich um Metaphysik. Also es kommt schon auch Ethik vor, aber im Großteil geht es um Metaphysik. Einigermaßen ernst meint es Spinoza tatsächlich mit dieser Idee Ordine Geometrico Demonstrata. Damit meint er die axiomatische Methode, also nicht etwa, dass das dem Inhalt nach irgendwas mit Geometrie zu tun hat, sondern es ist aufgebaut, wie man Geometrie betreibt, nämlich Definition, Satz, Beweis. Und Sie sehen hier so eine Seite aus der Originalausgabe, wo man das eben sieht. Hier sind die Axiome, Axiomata, davor kommen, das sind die letzten von einer ganzen Reihe von Definitionen und dann kommen hier die Sätze, Propositio und dann jeweils immer Demonstratio, Beweis. Also, in jedem Teil gibt es Definitionen und Axiome, dann folgen Sätze, die aus diesen Axiomen und Definitionen abgeleitet werden.
Und unterbrochen wird dieser Aufbau immer wieder durch Erläuterungen, das sind die sogenannten Scholien, und die bieten den eigentlich lesenswerten Stoff der Ethik, also die Sätze und die Scholien eigentlich. Also die Beweise, die muss man mit viel Nachsicht eigentlich lesen. Jedenfalls kann man diese Beweise der Lehrsätze nicht mit der Erwartung von mathematischer Strenge sich anschauen. Sie als echte Beweise zu interpretieren, erfordert meistens eine sehr großzügige Auslegung und die Zuhilfenahme von, man muss immer unterstellen, bestimmte implizite Zusatzannahmen, die man dann im Geiste ergänzt, und dann kann man sich vorstellen, wie man das vielleicht als Beweis verstehen könnte. Der axiomatische Aufbau ist also der Sache nach nicht wirklich erfolgreich durchgeführt, sondern er ist eher hier ein Anspruch oder ein Habitus und bringt eigentlich letztlich nur Spinozas erzrationalistische Grundhaltung zum Ausdruck. Schon im Tractatus de Emendatione Intellectus behauptet er, dass es möglich sei, Definitionen aufzustellen, in denen das innerste Wesen einer Sache erfasst sei. So kann man das sagen. Hier das Zitat: Ferner ergibt sich, dass unser Geist, um durchaus das Abbild der Natur zu sein, alle seine Vorstellungen aus jener Vorstellung herleiten muss, die den Ursprung und die Quelle der ganzen Natur bildet, damit diese Vorstellung auch selbst die Quelle der übrigen Vorstellungen sei. Also es gibt eine Vorstellung, die ist die Quelle der ganzen Natur. In diesem Zitat drückt sich sowohl das Programm aus, die wesentlichen philosophischen Erkenntnisse aus reinem Denken gewinnen zu können, als auch eine Art Verwischung zwischen Vorstellung und Vorgestelltem. Ja? Dass also eine Vorstellung die Quelle der ganzen Natur bildet. Ja? Also diese Verwischung zwischen Vorstellung und Vorgestelltem, die wird später insbesondere von den deutschen Idealisten mit Begeisterung aufgenommen werden. Die mochten alle Spinoza ganz gern. Aber das nur nebenbei. Spinoza scheint für sein Programm also jetzt zunächst einmal die a priorische Erkenntnis einer Vorstellung zu brauchen, die selbst die Quelle aller übrigen Vorstellungen ist. Als Kostprobe der Umsetzung dieses Programms hier einmal die entsprechenden Lehrsätze und Beweise. Sie bilden Spinozas Version des ontologischen Gottesbeweises. Für unseren ersten Schritt brauchen wir dafür erstmal die Definition 3 und das Axiom Nummer 4 aus dem ersten Teil der Ethika. Also Definition 3 ist: Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und durch sich begriffen wird. Das heißt, etwas, dessen Begriff nicht den Begriff eines anderen Dingens nötig hat, um daraus gebildet zu werden. Das ist Definition von Substanz. Und Axiom 4 lautet dann: Die Erkenntnis der Wirkung hängt von der Erkenntnis der Ursache ab und schließt dieselbe ein. Jetzt können wir zunächst Lehrsatz 6 beweisen. Lehrsatz 6 lautet: Eine Substanz kann von einer anderen Substanz nicht hervorgebracht werden. Warum? Naja, wenn eine Substanz eine andere Substanz hervorbringen würde, dann wäre die eine Substanz ja die Ursache der anderen. Und dann würde nach Axiom 4 die Erkenntnis der Wirkungssubstanz von der Erkenntnis der Ursachensubstanz abhängen. Ja, weil die Erkenntnis jeder Wirkung hängt von der Erkenntnis der Ursache ab. Damit wäre aber dann die Wirkungssubstanz nach Definition 3 gar keine Substanz mehr, weil ja eine Substanz immer aus sich selbst heraus begriffen werden kann, und wenn die Erkenntnis
einer Wirkungssubstanz, von der Erkenntnis der Ursachesubstanz einhängt, dann hat sie nicht mehr diese kognitive Unabhängigkeit und ist demnach keine Substanz mehr. Also, deshalb kann eine Substanz nicht von einer anderen Substanz hervorgebracht werden. Ist doch klar. Jedenfalls können wir jetzt auf Grundlage dieses sechsten Lehrsatzes den siebten Lehrsatz beweisen. Also ich hatte jetzt beim sechsten Lehrsatz nicht den Beweis wörtlich wiedergegeben, sondern jetzt paraphrasiert. Einen von zwei Beweisen. Spinoza bietet zwei alternative Beweise an. Jetzt aber zum siebten Lehrsatz mit Beweis. Zur Natur der Substanz gehört es, dass sie existiert. Das beweisen wir wie folgt. Die Substanz kann von etwas anderem nicht hervorgebracht werden, haben wir gerade gesehen. Sie ist daher Ursache ihrer selbst, das heißt, ihr Wesen schließt notwendig die Existenz ein. Oder zu ihrer Natur gehört das Dasein, was zu beweisen war. Dabei verwendet er seine Definition 1, die lautet, unter Ursache seiner selbst verstehe ich etwas, dessen Wesen die Existenz einschließt oder etwas, dessen Natur nur als existierend begriffen werden kann. Also diese Gleichsetzung von Ursache seiner selbst sein und als Wesen die Existenz einschließen, die wird sozusagen in der Definition 1 eingeführt. So, überraschend ist vielleicht hier jetzt schon, dass nicht wie wir das vom ontologischen Gottesbeweis zum Beispiel von Anselm und von Descartes kennen, der Begriff Gottes als der Begriff eines vollkommenen Wesens erst die Existenz einschließt, sondern schon der Begriff der Substanz schließt schon die Existenz ein. Ja? Und zwar die vollkommen unabhängige Existenz. Man kann also im Prinzip bei jeder Substanz beweisen, dass sie existiert. Denn alles andere würde ja ihrer Natur widersprechen, wenn denn zur Natur der Substanz gehört es jetzt zu existieren. Und genau so macht es Spinoza jetzt bei der Gottessubstanz, das ist dann schon der elfte Lehrsatz, Gott oder die Substanz, welche aus unendlichen Attributen besteht, von denen jedes ewige und unendliche Wesenheit ausdrückt, existiert notwendig. Beweis. Bestreitet man das, so nehme man an, wenn man kann, Gott existiere nicht. Es schließt also nach Axiom 7 sein Wesen, seine Existenz nicht ein. Nun ist aber das nach Lehrsatz 7, also Lehrsatz 7 war der, den wir gerade bewiesen haben, nämlich der Lehrsatz, der besagt, dass Substanz zum Wesen der Substanz gehört, dass sie existiert, das wäre das widersinnig. Also existiert Gott notwendig, was zu beweisen war. Dabei bezieht er sich eben ausdrücklich auf das Axiom 7, was ich denn hier auch nochmal angeben will, was als nicht existierend begriffen werden kann, dessen Wesen schließt die Existenz nicht ein. Okay, also, das kann man vielleicht zugestehen. Man erkennt aber, dass hier eigentlich auf geschickte Art und Weise mit dem Zusammenwirken mit den Axiomen die Existenz jeder Substanz eigentlich herbeidefiniert wird, besonders eigentlich durch diese extrem starke Definition 3. Ja? Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und durch sich begriffen wird. Das heißt, etwas, dessen Begriff nicht den Begriff eines anderen Dings nötig hat. Und also diese extrem starke Definition in Zusammenwirkung mit den anderen, mit den Axiomen, die führt letztlich dazu, dass wir diese interessanten Effekt haben, dass dann jede Substanz ihrer Natur nach schon existiert. Woher eigentlich die Axiome und Definitionen kommen, das erklärt Spinoza nicht. Spinoza verteidigt sie nicht. Er verteidigt auch die Sätze nicht gegen irgendwelche mögliche Einwände zum Beispiel, sondern man soll das einfach alles so akzeptieren. Allerdings klärt sich die Frage, die uns jetzt schon aufgekommen war, ob man jetzt nicht eigentlich die Existenz jeder Substanz dann genauso beweisen kann, die klärt sich, und zwar auf verblüffende Weise vielleicht. Es gibt nämlich überhaupt nur eine Substanz.
Spinoza beweist, dass es keine zwei vollkommen unabhängig und eigenständig existierende Wesenheiten mit unterschiedlichen Eigenschaften geben kann. Und dass es deshalb eben nur eine gibt. Alles, was überhaupt existiert, existiert in der einen Substanz. Das, was Descartes die res extensa nennt, die Ausdehnung, ist nur ein Attribut der Substanz. Ebenso die res cogitans ist ein anderes Attribut derselben Substanz. Attribute sind für Spinoza Weisen, auf die Substanz existiert, sich manifestiert und sich uns zeigt. Es gibt im Prinzip unendlich viele Attribute der Substanz. Die muss es geben, weil die Substanz sonst nicht so richtig vollkommen wäre. Aber wir kennen eben eigentlich nur diese zwei, weil wir nicht vollkommen sind. Neben den Attributen, das kann man dann noch weiter runterbrechen, jedes Attribut hat einzelne Daseinsweisen oder Seinsweisen, Daseinsformen. Bei Spinoza heißen die Modus. Also, und jeder einzelne physische Gegenstand, wie zum Beispiel diese Uhr, das ist ein Modus des Ausdehnungsattributs der Substanz. Jeder Gedanke ist ein Modus des Denkattributs der Substanz. Spinoza ist also ein ziemlich extremer Monist. Es gibt nicht nur, wie bei anderen Monisten, nur eine Art von Sachen, sondern es gibt nur eine Sache eigentlich. Es gibt nur die Substanz und alles andere sind Modi der Attribute der einen Substanz. Zusätzlich vertritt Spinoza auch noch ziemlich starke modale Thesen. Er sagt, dass es in der Natur nichts Zufälliges gibt. Alles ist aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur bestimmt und dass die Dinge von Gott auf keine andere Weise hervorgebracht hätten werden können, als sie de facto hervorgebracht worden sind. Vor diesem Hintergrund scheint es keine Willensfreiheit eigentlich geben zu können, wieder, wenn auch Spinoza das dem Wortlaut nach nicht zuerkennt, indem er versucht, Freiheit anders zu definieren. Aber gerade die in theologischer Hinsicht unerfreulichen Konsequenzen dieser starken modalen Thesen, die bleiben, auch unabhängig davon, ob man das Wort Freiheit jetzt ins Spiel bringt. Wenn alles in der Natur notwendig ist, dann gehören dazu auch zum Beispiel die schrecklichsten der schrecklichen Katastrophen und die abscheulichsten der abscheulichen Sünden. Ja? Und die sind nicht nur notwendig, sondern die sind auch noch, die existieren deshalb, weil es sich so aus der Natur Gottes ergibt. Man wundert sich nicht allzu sehr, dass weder christliche noch jüdische Theologen begeistert waren von der spinozistischen Philosophie. Mit der Unfreiheit des Menschen beschäftigt sich Spinoza insbesondere im vierten Teil der Ethik, der den Titel De servitute humana seudi affectum viribus, also etwa über die menschliche Unfreiheit und die Macht der Affekte trägt. Also die Affekte des menschlichen Gemüts können ihn in seiner Freiheit und in seinem Streben nach Einsicht und Glück beeinträchtigen. Aber Spinoza differenziert. Es gibt verschiedene Affekte. Es gibt Affekte, die auf Ursachen außerhalb der eigenen Natur zurückgehen. Die nennt er Leiden, Passiones. Und diese machen uns passiv und sind schlecht. Kurz gesagt. Dann gibt es aber auch Affekte, die auf Ursachen in der eigenen Natur zurückgehen und die stärken unsere Aktivität. Sie haben Bezug zu Selbsterhaltung und Selbstverwirklichung und die sind gut. Das ist so eine Art psychologisierende Werttheorie, die das Gute eben
eng an das bindet, was der Selbsterhaltung nützlich ist, und ist hier ist nochmals erkennbar, dass Spinoza von Hobbes beeinflusst war. Der Schlüssel zu dem, was Spinoza dann unter Freiheit versteht, ist die Vernunft. Die Einsicht in die Natur der eigenen Affekte ist es, die uns das Schlechte beherrschen und das Gute verwirklichen lässt. Wie bei Sokrates schon, ist bei Spinoza, in Spinozas ethischem Entwurf, die Ethik durch und durch intellektualistisch verstanden. Alles Schlechte im Handeln ist für Spinoza ein Mangel an Einsicht, immer auf einen Mangel an Einsicht zurückzuführen. Das höchste Gut und die höchste Tugend in diesem ganzen intellektualistischen Entwurf ist es, Gott, und das heißt bei Spinoza nun mal das Weltganze, zu verstehen und zu erkennen. Dieses Weltganze ist, da besteht für Spinoza kein Zweifel, von äußerster Vollkommenheit. Und tatsächlich sind für ihn Vollkommenheit und Realität gleichbedeutend. Das, so heißt es in einer der ersten Definitionen der Ethika. Vollkommenheit und Realität ist dasselbe. Die Einsicht in diese Vollkommenheit setzt aber eine Erkenntnis unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit voraus. Subspecie aeternitatis. Das ist so eine Wendung, die er dann in einem bestimmten Teil der Ethik mehrfach verwendet und die sich sehr durchgesetzt hat in der Philosophie als einfach stehende Wendung. Die kommt letztlich von Spinoza von dieser Stelle. Also, unsere alltägliche Sichtweise der Welt ist von dieser Erkenntnis subspecie aeternitatis weit entfernt. Wir betrachten nämlich immer nur so kurze Zeitabschnitte und sehen voller Furcht und voller Hoffnung auf diese kurzen Zeitabschnitte und begreifen dabei ja nicht, dass ohnehin alles aus Gottes Natur notwendig bestimmt ist und dass deshalb Furcht und Hoffnung sowieso völlig vergebliche und einfach Einstellungen sind, die nur einen Mangel an Einsicht letztlich zum Ausdruck bringen. Der Eindruck von Unvollkommenheit in der Welt, der entspringt eigentlich immer nur von dieser kleinlichen menschlichen Perspektive, dass der Mensch es nicht schafft, die Welt subspecie aeternitatis wahrzunehmen. Und solange man diese kleinliche Weltsicht nicht ablegt und sich nicht dem großen Gesamtzusammenhang anschaut, kann man eigentlich gar nichts wirklich verstehen. Ja? Also hier so eine Art intellektueller Holismus. Man muss das ganze Bild auf jeden Fall reinkriegen und dann hat man die höchste Einsicht, in der man auch versteht, dass letztlich alles durchaus vollkommen ist. Diese Einsicht führt dann denjenigen, dem das gelingt, auch zu einer Liebe zu Gott. Weil eben je mehr einer die alles beinhaltende Substanz in ihrer Gesamtheit erkennt, desto mehr wird er sie auch lieben. Und letztlich führt das zu einer sogenannten Amor Dei Intellectualis, also einer geistigen Gottesliebe, die dann den Höhepunkt des spinozistischen Programms bildet. Spinozas Philosophie findet unter den Philosophen seiner Zeit keine starke Anhängerschaft. Kurz vor seinem Tod erhält er Besuch von einem jungen deutschen Nachwuchswissenschaftler, in dessen Werk sich später doch ziemlich gut erkennbare spinozistische Spuren finden werden. Aber offen zugegeben hat Leibniz diesen Einfluss nie. Erst in der deutschsprachigen Aufklärung im 18. Jahrhundert wird dann Spinoza plötzlich wieder stark diskutiert, und zwar besonders durch den Einfluss von Friedrich Heinrich Jacobi und Moses Mendelssohn. Dann wird Spinoza auch von Dichtern entdeckt, von Lessing, Goethe, Herder und später George Eliot. Diese dichterische
Begeisterung für Spinoza ist wahrscheinlich nicht so sehr auf den Charme des rationalistisch-metaphysischen Systemprogramms zurückzuführen, sondern eher auf dieses pantheistische Weltbild. Im Kern ist es Gegenstand eines ewigen Streites, ob Spinoza jetzt Pantheist war oder. Aber man liegt nicht allzu falsch, glaube ich, wenn man das sagt. Und dieses Weltbild verspricht eben eine tiefe Einheit von Gott, Natur und Mensch zu offenbaren. Und dieser Charme des spinozistischen Philosophierens hat eben doch auf ziemlich viele spätere dann gewirkt. Auch die deutschen Idealisten, das erwähnte ich ja schon, besonders Fichte und Hegel, sind von Spinoza angetan. Auf sie entfaltet gerade das Unterfangen aus wenigen Prinzipien mit großen Bögen sozusagen, großen kühnen Argumentationsschritten, ein System aus einem Guss zu entwerfen, ohne sich dabei bei so Kleinigkeiten aufzuhalten wie der Begründung der dabei verwendeten Prinzipien oder der Herstellung von logischer Nachvollziehbarkeit oder der Diskussion naheliegender Einwände oder so. Also das entfaltet eine praktisch unwiderstehliche Anziehung auf manche spätere Philosophen. Inwieweit sich Spinoza damit um die Philosophiegeschichte verdient gemacht hat, sei dahingestellt. Jedenfalls entwickelt er sich zu einem der einflussreichsten Philosophen der Neuzeit, wenn auch mit großer Verspätung. Also die große Wirkung tritt eigentlich erst sehr verspätet ein. Dabei will ich es für heute bewenden lassen. Habe ich Ihnen schon ein frohes neues Jahr gewünscht? Habe ich schon, okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch ein frohes Wochenende. Bleiben Sie noch einen kurzen Moment hier. Also ein oder zwei Fragen könnten wir vielleicht noch besprechen, aber die Aufzeichnung schließen wir ab.